Und damit herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Underground 2. Wir machen jetzt hier Beacon Hill. Ja, Moment. Ah, da. Beacon Hill machen wir jetzt. Wir haben hier, wie gestern, ja doch, wie gestern schon erwähnt, einen Rundkurs, einen Drag, einen Sprint und noch einen Sprint. Er ist nämlich, versteckt gewesen. Hey Junge, entweder du machst mit oder verziehst dich. Die Jungs, die haben keinen Bock, wenn hier so ein Schauspiel rumhängt. Okay. Wie letztes Mal schon erwähnt, ich finde Sprints nicht so geil. Roger, Joshua und Cindy. Nehmen wir jetzt trotzdem auseinander. Oh, da hätten wir abkürzen können, okay. Gut zu wissen. Eine Abkürzung ist eine andere Sache. Alternative Strecke nennen wir es mal. Ich glaube, nur im Beacon Hill gibt es gar nicht so viele Abkürzungen. Coal Harbor gibt es richtig viele Abkürzungen. Okay. Das nehme ich so hin. Da wäre ich gerade fast geradeaus gefahren, weil die Mauer so aussah, als ob da dunkel wäre und ein Weg da wäre. War aber nicht. Gut, dass ich da nicht lang gefahren bin. Jetzt fahren wir erstmal wieder Richtung City. Natürlich im Gegenverkehr, wie immer. Natürlich nicht alles nutzen. Damit wir gut aufgehoben sein. Bekommene Probleme, sage ich jetzt mal. Oh. Das war knapp. Das war knippe die knipp knapp. Da hat es mich gerade echt von Crash gerettet. Natürlich sind die Gegner ultra nah. Und gewonnen. Zeitweise 80 Kilometer weit weg gewesen, dann doch nur eine Sekunde hinter mir. Alles klar. Schön. Sprint geschafft. Du hast bestimmt darüber gelesen und willst jetzt auch eins für deinen Wagen haben. Die neuen ECU-Steuerer sind exklusiv von allen Tuning-Shops verfügbar. Gut, dass wir neben dem Tuning-Shop stehen. Perfekt. Das war nicht mehr geplant. Dann verpassen uns doch eine neue ECU. Theoretisch müsste ich diesen ganzen Tuning noch auf den SUV machen. Allerdings nicht jetzt. Dieser Part hier ist jetzt gerade für Montag, glaube ich. Auto von der Stange. Als König der Straße brauchst du das besondere Etwas. Hier bekommst du die richtigen Tuning-Teile, um aus deinem Kätzchen einen Tiger zu machen. Also anfangs hatten wir nur einen Benzindruckregler, einen Benzinverteilerrohr, einen Kraftstofffilter und einen Geschwindigkeitsbegrenzer entfernt. Kraftstofffilter, weiß ich nicht, warum man einen neuen braucht, aber okay. Dann hatten wir einen Leistungschip und Hochleistungsbenzinpumpe. Okay, und jetzt kriegen wir ein Motorsteuergerät, neues und eine Einspritzdüse. Von HKS lassen uns sponsern, ne? Oder von Apex? Ach, Apex. Ne, HKS. Gut. Schön. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Power. Ich achte tatsächlich gar nicht mehr so darauf, was das bringt. Allerdings machen wir jetzt hier trotzdem erstmal einen Rundkurs. Na schön, da willst wieder einer wissen. Wenn du genug Kohle hast, fahrst du die Linie vor. Weißt du, manche Leute lassen wir aus purem Mitleid mitfahren. Du siehst aus, als wärst du auch so ein Fall. Ja, gut. Und dann sind wir mal so ein Fall. Ich glaube, das hier ist der Montagspart. Ich glaube, das ist der dritte, den ich aufnehme, glaube ich. Und dann müsste das hier der Montagspart sein, weil Sonntag kommt ein Doppelpart, logischerweise. Nämlich der zusammengeschnittene Suff-Part. Und dann halt noch einer. Dann halt noch der normale Part. Der auch ziemlich zusammengeschnitten war, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich da alle Rennen dreimal machen musste. Gefühlt. Der Part war echt scheiße. So. Wenn das hier der Montagspart ist, dann habe ich im Sonntagspart gefragt, welches Auto wir uns holen sollen. Das heißt, ich kann bis Montag warten, bis ich wieder aufnehmen muss. Montag habe ich nicht so lange Dienst. Das heißt, da kann ich dann ganz entspannt aufnehmen und ein Auto kaufen. Oder besser gesagt, ein Auto gesponsert kriegen. Kaufen tun wir die ja nie. Das gefällt mir sehr gut.
Das heißt, nach diesem Part hier sollte ich eigentlich erstmal aufhören. Ich habe zwar Lust weiterzumachen, aber das macht ja keinen Sinn. Die Parts sind alle noch nicht hochgeladen. Okay, das war ziemlich dumm. Hier wird die Abkürzung sogar auch eingezeichnet, okay. Natürlich fährt er einfach weiter. Crash und das Auto einfach weiterfahren. Chillige Leben, ne Junge? Chillige Leben. Ja. Das hier links ist keine Abkürzung. Das ist eher so ein, ey, ich bringe mich mal kurz um. Natürlich schafft er die Kurve sehr gut. Alter, da ist das Ziel. Okay. Ziel gerade direkt hinter dieser Kackkurve. Ich glaube, die Strecke oder was gesagt, so eine ähnliche bin ich auch schon mal gefahren. Da ist er richtig hängen geblieben. Ich jetzt aber auch, leider. Zum Glück hat das den auch ein bisschen ausgebremst. Ah, aber der ist mal in die falsche Richtung. Sehr schön. Ich hoffe, soundmäßig hat alles gepasst. Ich habe gerade mal geguckt, ob ich nicht zufällig versehentlich den Sound ausgeschaltet habe. Ist mir auch schon öfter passiert. Meine Tastenkombi zum Sound ausschalten ist nämlich Steuerung Sternchen und die Aufnahme starten ist Alt Sternchen. Was ja schon nicht so weit voneinander weg ist. Da ist es schon öfters vorgekommen, dass ich Aufnahme starten wollte, versehentlich den Sound ausgemacht habe und gar nicht aufgenommen habe. Sowas fällt mir meistens relativ früh zum Glück wieder auf. Das war nicht immer so. Früher ist mir sowas nicht so schnell aufgefallen, leider. Das war Klaus. Das war vielleicht dumm. Na, geht. Sollen wir auf jeden Fall ein bisschen Nass für die letzte Runde aufsparen. Gerade nochmal vorsichtshalber geguckt, ob das hier nicht auch schon die letzte Runde ist. Nein, das ist es nicht, zum Glück. Und der überholt einfach? Ne, dann nicht. 0-3, ey. Führungsposition. Normalerweise würde ich sagen, schön vorsichtig fahren, damit man die Boni kriegt, wenn man die Runde sauber macht. Aber hier lohnt sich das einfach nicht, weil es einfach zu eng ist. Sauber fahren kriege ich hier nicht hin, bin ich ganz ehrlich. Ja, da wollte ich ihn wegbangen. Ich bin auch so in Führung gegangen. Vermutlich sogar besser, als wenn ich ihn weggebangt hätte. Ein Glück gibt es Motorschäden und sowas nur im Drag. Und nicht hier. Stell sich vor, man könnte hier einfach so... Ja, dein Auto ist kaputt. Blöd gelaufen. Schleiß ist halt manchmal so, ne? Aber wenn wir ehrlich sind, wir fahren jetzt schon Sachen mit diesem kleinen Auto, ne? Die sind nicht so realistisch. Aber man kann das Spiel auf jeden Fall mit dem ersten Wagen durchspielen. Das war definitiv. Also locker easy sogar. Ich muss niesen. Ich versuche noch ein bisschen rauszuzögern. Okay, ja, hab's verhindert, glaube ich. Ich habe auf dem Controller keine Tastenbelegung für Start, also für Pause. Was natürlich bei einem Nieser jetzt fatal wäre, wenn ich dann erstmal halb übergeben müsste. Und Ziel. Schön! Sehr schön. 4 Sekunden Vorsprung fast. Wir haben es jetzt 9 Minuten Aufnahmezeit. Trotzdem kein Rufpunkt, okay? Oh nein, ich hab gestürzt sein, bitte. Oh! Ach, bitte hat er das Rennen wenigstens gespeichert, ey.
Ich hasse es. Das Spiel stürzt echt selten ab, muss man sagen. Ich hatte jetzt 5 oder 6 Abstürze, vielleicht in der gesamten Aufnahmezeit. Die müssten eigentlich auch alle on. Ah, nee, stimmt, das eine war ich ein paar hintereinander. Da habe ich auch nie rausgefunden, woran es lag. Ja, ich weiß, es ist laut. Entschuldigung. Uiuiui. Bitte habe ich das geschafft. Sieht gut aus, hätte ich jetzt so gesagt, weil das Rennen war, glaube ich, hier. Und so wenig Geld, wie wir haben, haben wir auch den Turbo drin. Nein, das neue Ding. Die neue ECU. Okay. Dann machen wir jetzt noch das Sprintrennen, was da ist. Und dann fahren wir da hinten noch zu dem Drag. Und dann war's das. Ah ne, wir haben noch einen Sprint, einen Drag und 2 Rundkurs. Die Rennen spawnen aber nach, oder? Bilde ich mir das ein. Weil ich bin der Meinung, dass das hier zum Beispiel nicht da war. Sieh mal, der Sprint geht gleich los. Kannst du mitfahren, wenn du das Kleingeld verpasst? Mit dem Einsatz. Strengen Kater hier. Ja, ne? Sprint, wie gesagt. Nicht so mein Lieblingstyp von Rennen. Wirklich nicht. Und diese Kurve ist wirklich nicht meine Lieblingskurve. Das ist nämlich die gleiche, die wir eben auch schon hatten. So, wir sind auf jeden Fall schon mal in der Nähe von ihm. Leider gewinnt er gerade wieder Abstand. Was mir nicht gefallen mag. Immer die Gegner schön als Sprungbrett nehmen, ne? Dass man gegen die Gegend fährt, sich dadurch so ein bisschen den Sprung verbessert. Den Aufschlag verbessert. Dass man nicht ganz so krass in die Wand rast. Sie damit behindern und Erster werden. Diese Taktik nutze ich eigentlich, wann immer es geht. Und wenn wir jetzt nicht noch alles verkacken. Nein, auch wenn sich das so angehört hat, das war nicht mit Absicht. Das war einfach nur dumm. Von mir mal wieder. Ja, die Abkürzung lohnt sich, glaube ich, gar nicht. Gucken wir mal hinterher. Alter, das war mega dumm. Zum Glück ist das nicht so ein langer Sprint. Ich glaube, da lasse ich die Wiederholung auch einfach drin, weil, ich weiß nicht, was war das? Eine Minute oder eine Minute 20 oder so? Oh fuck. Der ist da eben auf der anderen Seite gefahren. Auch wenn er das jetzt nicht mit mir macht, wie ich das eben mit ihm gemacht habe, mit diesem, ne, draufschlagen und dann selber besser wieder rauskommen. Das war übel. Da habe ich ein bisschen weggedreht. Bin mal gespannt. Guck mal, der ist jetzt noch in der falschen Richtung. Zack, hat er sich gedreht, ne? Manchmal überlege ich ja sowas rauszuschneiden, aber. Also allgemein sowas rauszuschneiden, ne?
So, zwei mega dumme Crashs und ich habe trotzdem nur 2,5 Sekunden Vorsprung, weil die Gegner halt einfach hinterhergezogen werden. Leider. Okay, wir haben jetzt 15 Minuten. Zeig dich von deiner besten Seite. Automax will dich auf seinem Cover haben. Alles klar, werden immer mehr. Gut, dann machen wir jetzt mal zur Abwechslung einen Drag. Oder wir machen erstes Rundkurs da hinten, dann machen wir einen Drag und dann machen wir einen Rundkurs. Alter Schwede, ey. Oh, ja. Die Stelle, da verarscht mich übrigens immer wieder, dass ich denke, dass da eine Abkürzung ist. Immer und immer wieder habe ich das. So, machen wir erstes da hinten. Dann machen wir im nächsten Part, machen wir mal oder machen wir den Stern heute noch. Ist ja noch nicht so spät, ne? Kommt ein bisschen drauf an, wo ich für den Stern hin muss. Also wenn das hier um die Ecke ist, gefällt mir das, wenn nicht, dann nicht. Naja, komm, machen wir im nächsten Part. Machen wir im nächsten Part. Im nächsten Part gibt's ein Sternchen. Ich hoffe, ich erinnere mich danach daran. So, wow, du bist doch nicht mit dem Wrack. Ja, ja, halt dein Maul. Die Sachen werden halt nicht interessanter, ne? Je öfter man sie liest. So. Ja, das war nicht so professionell. Ich dachte, ich könnte noch reinkommen. Sind die gerade durch die rote Markierung gefahren? Also durch die Abgrenzung? Sah für mich nämlich fast so aus. Es ist nicht deren Ernst, dass wir schon wieder diese Kurve fahren müssen, ey. Ich hasse diese Kurve. Naja. Alles klar, wir fahren auch wieder durch die Brücke hier. Durch den Tunnel. Ja, durch die Brücke, genau. Fisch so funktionieren Brücken. Genau so funktionieren Brücken. Jetzt geht's hier weiter geradeaus, quasi nicht nach rechts. Also hier geht's weiter nach links, nicht nach rechts. So rum ist es besser. So. Schöne Highspeed-Strecke auf jeden Fall. 172 ist natürlich auch eine ganz schöne Ansage. Ich hätte gerne noch ein Drehzahlmesser dabei, um zu sehen, wie hoch wir drehen. Also einen, auf dem auch Sachen draufstehen und nicht nur Striche sind. Man könnte zwar davon ausgehen, dass jeder Strich entweder 1000 Umdrehungen oder 100 sind. Oder 500, Entschuldigung. Nicht, ja, oder 100, genau. Wir drehen nur 200, wir drehen nur 2000 Umdrehungen oder sowas. Wir fahren Diesel. Also genau so wollte ich die Scheiße eben auch nehmen. Also ohne die beiden Crashs jetzt hier. Ich habe jetzt gerade keine Lust nachzuzählen, weil im Rennen immer blöd mitzählen. Das war schon wieder knapper, als ich es mochte. Mit der Ecke da gerade eben. Aber egal. So. Die Gegner haben echt Glück, dass da keine Gegner, also dass da kein Gegenverkehr kommt die ganze Zeit im Tunnel. Das fuckt mich auch mal ein bisschen ab, wenn die so viel Glück haben und ich nicht. Aber das Spiel ist ja auch darauf konzipiert, dass. Ja, Entschuldigung, ist mein Handy immer noch. Das Spiel ist ja auch immer noch darauf konzipiert, dass man ein bisschen Anspruch hat. Ich glaube, wenn wir nicht auf so einer hohen Schwierigkeitsstufe spielen würden, dann wäre das auch viel, viel einfacher. Behaupte ich jetzt einfach mal. Aber ich möchte ja gerne auf der hohen Schwierigkeitsstufe spielen. Man möchte ja noch eine Herausforderung haben. Ich habe so Glück übrigens, dass diese Fässer da so in der Mauer stehen, dass man die Collision Zone von denen nicht trifft. Das war jetzt blöd. Ich hoffe, dass die Ecke uns da gleich nicht zum Verhängnis wird.
Die hier? Nein, die wurde uns nicht zum Verhängnis. So. Den mal kurz losgeworden. So, Gegner auszuschalten gefällt mir immer ganz gut. Sie zu drehen, sie irgendwo rein zu crashen. Mein Problem hier ist übrigens, dass die Gegner da mit Vollspeed durchfahren, ohne einen Unfall zu bauen. Und ich halt, na, links eine Bande, rechts eine Bande. Selbst wenn ich ein bisschen vom Gas runtergehe. Aber so ist das halt. Aber ansonsten muss ich sagen, ist die Runde echt cool. Ich glaube, das knapp vorbei wird übrigens immer weitläufiger, je schneller man wird. Also wenn du schnell bist, dann musst du gar nicht so knapp vorbeifahren, wie wenn du langsam bist. Und unter einer gewissen Geschwindigkeit gibt es diesen Bonus ja auch gar nicht. Nicht in den reinfahren jetzt am besten. Den auch nicht, in den auch nicht. Und zack. 438, 42. Schön. Schön. 2,3 Sekunden. Sehr schön. Ist klar. Wir haben jetzt schon 20 Minuten. Habe ich was geschnitten? Ja, habe ich. Dann machen wir jetzt auf jeden Fall nochmal das Drag-Rennen. Das hoffentlich sehr schnell wird. Manchmal muss ich übrigens überlegen, ob ich was schneide in dem Part oder nicht. Weil ich ja nicht immer schneide. Und dann muss ich überlegen, wie viel ich schon rausgeschnitten habe, theoretisch. Ja, das Rennen hier war nämlich 100% nicht vorher. Keine Ahnung, wonach sich das richtet. Bring noch ein paar Pferde mit, wenn du mit uns Drag fahren willst. Wenn ich im Ziel bin, stelle ich eine Sonnenuhr auf, damit ich für den Rostlaube auch die genaue Zeit stoppen kann. Ja, ja, ja. Gut, jetzt habe ich hier das Problem, dass ich nicht schalten weiß. Gut, das ist tatsächlich gar nicht so scheiße. Das war knapp. Ah, fuck, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Ah gut, das war auch nicht so gut. So hart da reingedrückt habe ich gar nicht. Zu früh, es war schon blau, du Arsch. Naja, lass mal das mal. Alter! Warum sind denn hier überall Autos? Da habe ich zwar nicht hingelenkt, aber okay. Boah, war das knapp, Alter. Ha, 0,05 Sekunden, Alter. Okay, krass. Gut, dann würde ich sagen, das war's für diesen Part. Im nächsten machen wir hier... Oh, warte mal. Naja, das war ein Carbon-Motorhaube eingetroffen. Naja, super. Im nächsten machen wir dann hier den Rundkurs, der noch hier ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, haut rein und tschüss.